Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ark Survival Evolved Primal Fear. Ja, wir müssen was Schönes zähmen. Also ich habe ja schon letzte Folge gesagt, dass wir den Chaos Griffin zähmen wollen. Und das machen wir jetzt auch. Oh, gibt's ein. Ja, Chaos Shrex haben wir. Werven gibt's Low Level. Tyler ist auch 100. Griffin ist 270. So, der ist bei uns direkt hier um die Ecke, deswegen brauchen wir auch einen Chaos Orb. Können wir den überhaupt produzieren? Dann geht es schon los, ne? Habe ich gar nicht nachgeguckt. Chaos Orb. Brauchen immer so viel Kibbel. Origin Blood auch noch. Das wird noch interessant mit den ganzen Kibbeln. So, den nehmen wir schon mal mit. Eigentlich gibt es ja noch den Chaos Dragon, den würde ich ja eigentlich auch noch zählen wollen. Dann gucken wir nochmal nach. Der ist aber nicht, so schreibt man nicht Chaos. So, den Chaos Dragon, aber der ist nur Level 180. Ob der sich lohnt? Vielleicht schon, aber als erstes machen wir unseren Favoriten. So, Spirit Rex, nein, wo ist unser Griffin? Da. Chaos gegen Spirit. Wenn ich mich recht entsinne, müsste der genau da sein. So, jetzt. Eieiei. Das wird interessant. Macht er die ganze Zeit diese Geräusche? Ist schon irre. Ich frag mich, wie ich den treffen soll, wenn der so krass abgeht. Daneben. Ich im Damage und ich habe total chaotische Knopfdrückerei hier. So, einen guten Pfeil haben wir schon verloren. Und jetzt macht er auch doppelt Damage und doppelte Geschwindigkeit. Jetzt müssen wir das wegpacken. Und schauen mal nach, was er jetzt genau macht. Wir haben ihn getroffen, ja. 9,2 Millionen Torpor und 2 Millionen Health. Ich hoffe, der greift nicht irgendwas an, was, wenn er gerade K.O. geht. Jetzt ist er sauer auf uns. Ja. So ein bisschen. Ja, jetzt ist er gerade außer Render-Reichweite und jetzt ist er down. So, ist irgendwas sauer. Oh, da ist ein Celestial. Den habe ich jetzt gar keinen. Ja, genau deswegen habe ich keinen Bock auf den jetzt gerade. Mal jetzt extra viel Damage gezogen, aber wir machen jetzt erstmal alles platt da. Oh, das tat weh. Ich hoffe, ich habe den Chaos jetzt nicht getroffen. Verdammt. Da ist noch. Ja, komm. Volles Risiko. Jetzt habe ich den Chaos Orb vergessen, ne? Ne, doch nicht. Da, pup. Sehr gut. So, du hast nichts dabei, oder? Nein. Hast mal ja ordentlich Damage genommen. Muss sich da drin ein bisschen heilen. Wir können ihn auch direkt hier reiten. Aber ich glaube, wir sollten auch einen Sattel schon mal basteln und vielleicht ein bisschen verbessern. Und vielleicht sollen wir den Max-Level Potion geben, vielleicht wird das auch unser neuer Supergriffin. Oh, nein. Freundchen, bleib mal hier unten. T. Land? Nein, wir machen es anders. Ich pack dich ein. Gucken uns gleich mal die Stats an. Können wir ja auch schon im Inventar machen, ne? Genau. Chaos Griffin. Wir haben 55 in Health, 58 Stamina, das ist schon okay, und 74 in Melee Damage. Den geben wir an Max Level Potion. Definitiv. Davon. Ich bin ja schon wieder so super langsam. Ach, ich verstehe nicht, warum das so passiert. So, wir haben zwei davon. Wir haben, als wir den Demonic
Empress besiegt haben, haben wir ihn bekommen. So, Griffin, so, du bist bestimmt 125, Chaos Griffin, genau. Upp. So, und dann machen wir den in den Augmented Station, machen wir den gleich ein bisschen besser. Übertreiben jetzt nicht unbedingt viel, aber wahrscheinlich ist das vollkommen übertrieben. Komm. So. Ich bin so super langsam. Ey, das verstehe ich nicht. Ich muss wahrscheinlich wieder den Server neu starten, damit das hier wieder funktioniert. Absolut Katastrophen. Jetzt wird es mega dunkel. Chaos Griffin 404. So, jetzt geben wir den Sattel. Und Max Level Potion. 241 Level, yeah. Ich meine, ich hätte 300 eingestellt, aber irgendwo habe ich mich da wohl vertan auf dem Server einstellen. Wir geben den 5 Millionen Health. Mal den heilen, das hat nämlich in letzter Zeit... Oh, das funktioniert wieder, sehr gut. Und der 3000 schon. So, zwei Finger-Taktik hier. Boah, das sind viele Level. Jetzt müssen wir mal gucken. Machen wir jetzt erstmal 10.000. So. Lassen wir die 100 Level erstmal und gucken mal von der Geschwindigkeit. Ich mache mal ein bisschen heller für euch. Ja, Geschwindigkeit ist okay. Da ist ein Light Griffin. So, wenn ich jetzt X drücke, guckt er nach vorne hinweg. Okay. Und 500.000 Damage. Das ist cool. So, jetzt spucken wir mal. Der spuckt aber wirklich direkt nach vorne. Das ist ein bisschen ungewohnt. Sollen wir den noch mehr Melee Damage geben? Wir haben noch keinen richtigen Referenz. Spuckt nach vorne. Wir haben dann nicht getroffen. Und wir müssten eigentlich gegen Origin mal antreten. Der zeigt auch keine Damage-Zahlen an, ne? Millionen, wahrscheinlich beim direkten Treffer, ne? So, wir gucken mal, ob wir mal ein Primal oder sowas ähnliches finden. So, und rechte Maustaste wäre... Einmal den Feuer spucken. Testen wir mal den Stego aus. Ja, die sterben ja schon in meiner Nähe. Das ist ja. Wir kriegen keine Damage Numbers. Ausnahmsweise will ich die mal sehen. So, jetzt müssen wir mal rumfliegen und gucken, ob wir Musik irgendwo hören. Demonic Parasaur 300. 42.000, das ist schon okay. So, wenn wir jetzt direkt angucken und Feuer frei machen. Ja. 1,6 Millionen. Oh, da höre ich jemanden schon. Ah, das war der Nameless. Okay. Jetzt suche ich erstmal was mit noch mehr Health. Origin wäre schon perfekt. Diese Viecher muss ich auch einsammeln. Weil die Federn gehen mir langsam aus. Musste letztens schon los. Ah, ich höre schon Origin Music. 700.000 Damage macht er jetzt. So, wo ist er? Ah, jetzt sind wir außer Range. Das ist Origin Musik oder Primal Musik? Origin, da ist ein Spino. So. Ja, so kriegen wir das nicht hin. Muss ich erst landen. Irgendwie muss ich den aus dem Wasser holen. Wir sehen nichts. Dann muss ich so drauf zufliegen, so. Nicht ganz geklappt. Vielleicht springe ich ja vom Wasser ab, ne? Ich sehe schon kommen.
bestimmt da. Ja, so viel, so krassen Damage macht er jetzt nicht im Gegensatz zum meinen Spirit. Aber die direkten Treffer sind gut. Wenn ich mal treffen würde hier. Sagen wir mal hier stehen. Ah, doch. Wenn er drinnen stehen bleibt, ist das echt gut. Und der hat auch noch Hydrated, also der hat noch den Wasserbuff. Ja, damit kann man erstmal leben, ne? So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Geschwindigkeit, würde ich sagen, falls wir mal den benutzen zum Fliehen, wenn wir mit den Origin-Pfeil nämlich draufhauen. Dann werden die alle viel schneller. So, das ist schon besser. Wir können zwar den Dive-Attack machen. Ja, so gefällt mir das gut. So, und jetzt hauen wir nochmal ein bisschen mehr in Damage und ein bisschen Stamina sehe ich gerade, weil der hat ja gut verbraucht. 6 Millionen, 7 Millionen. Und nochmal ein bisschen Damage. So, jetzt haben wir absolutes Max-Level. Haben wir so ein Stamina-Ding? So, wupp. Sehr gut. Cool, also der könnte echt was sein. So, was wir auch jetzt nachgucken müssen. Wir müssen jetzt eigentlich ziemlich viele Origins platt machen. Oh, da ist noch ein Feather. Ist das ein Featherlight oder Phoenix? Phoenix. Aber von denen kriegen wir auch keine. Boah, mit einem Einschlag macht er eine Million. Der ist ein bisschen besser als unser Spirit. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Move deutlich besser ist von den Spirit, also diesen X-Move. So, jetzt müssen wir mal eben schnell zur Base. Vielleicht erstellen wir uns ein paar Origins und machen den mit den Chaos Griffin mal platt. Wir brauchen eigentlich einige Wervens. Weil mit den Origin-Zeugs brauchen können wir die nächsten Level an Bosse rufen. Den Demonic Empress haben wir ja schon. Oh, du kannst hier noch so ein Ding futtern. Jetzt funktioniert es wieder nicht, oder was? Kann mir jemand mal erklären, was hier los ist? Ich verstehe es nicht. So. Crafting, Boss Summoners. Wir haben Tier 2 und wir haben einmal den, ja, die Reaper Empress geholt. Dadurch haben wir diese Rüstung hier bekommen, diesen. Schön, davon brauchen wir eigentlich noch mal ein paar. Also müssen wir eigentlich noch mehr von denen killen. Ja. Tier 2 sind diese ganzen Spinos. Wovon brauchen wir denn was für den? Wir haben einen Wurven, sonst haben wir mindestens zweimal und zwei Spinos. Jetzt haben wir drei Spinos, wupp. Also brauchen wir Spinos und Wurven. Okay. Wie teuer sind die anderen? Die brauchen Blut. Omega-Blut. Oh. Brauchen von jedem 20 und ein Artefakt. So, dann machen wir erstmal drei davon. Und Artefakte fehlen uns. Muss ich jetzt echt Artefakte sammeln gehen? Ich glaube mit den Wurven haben wir mit den Dämonik sehr gut platt gekriegt, ne? So, die nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das schmeißen wir raus. Das schmeißen wir raus. Und das. Wir probieren es mal mit dem Griffin. Und wir werden den auch mal das hier geben. Wir nehmen die ganzen Sachen raus, die wir behalten wollen. Ja, eigentlich kann ich ja unten das Ding hauen, ne? Wäre ja schlauer. Die meisten Sachen behält er dann auch. So. Das behalten wir noch. Und ja, sonst schmeißen wir weg. Wenn ich das jetzt. Ne, macht er nicht. Macht der nicht.
Verstehe ich nicht. So, ich mach das hier vorne. Und dann rufen wir mal die Tante mal rein. So, ich muss das konsumieren, ne? Ja. So, jetzt haben wir sie. Ah, ich kann nach vorne wegschießen. Das könnte vorteilhaft sein. Warum hat er nicht geschossen? Irgendwie wird das nichts, glaube ich, hier. .000 nur gegen der Tante hier. Direkte Treffer ins Gesicht sind schon praktisch. Wollen wir jetzt hier vor der Mauer fliegen? So die Taktik, womit man Whirlwinds gut platt kriegen kann. Nee. Wir haben auch keine Stamina mehr. Das ist echt mega ungünstig. Und wir haben auch keinen Potions dabei. Und wir können auch nicht mehr fliegen. Und X. Warte. Ich kann auch nicht mehr X'en. Ich kann nicht fliegen. Ja. Das ist echt ungünstig. So, und wenn wir jetzt unseren Demonic Parasaur rausholen, wenn ich das könnte, bitte. Ich kann den auch nicht mal rausholen. Was ist hier los? Wo ist er? Equip. Greif mal an hier. Ich habe Angst, irgendwie runterzusteigen. So, warte, attack mal Target. Der Parasaurus. Ja. Okay, springt er nicht vom. Ah, das könnte schon eher gehen. Wir ziehen mal ein bisschen weiter hier rüber. Der Parasaurus ist auf jeden Fall deutlich besser. Der hilft uns hier. Das ist mal ein doofer Kampf. Ich habe aber jetzt keinen Bock, irgendwie runterzuspringen. Kann ich weg hier? Ich bin am liebsten jetzt auf den Parasaur umsteigen. Wo ist er? Beim nächsten Angriff? So. Ach, verdammt. Ja, genau das meinte ich mit umsteigen. Das müssen wir noch zweimal machen. Das ist echt Mist. Für den Parasaurus mache ich mir wenig Gedanken, aber ich werde ihn trotzdem jetzt mir zurückholen. So ging das nicht. Oh, der hat keinen Dino-Tracker drauf. Wieso das denn nicht? Chaos Griffin? Nein, Spirit Griffin. Das war Gott sei Dank schon hier vorne. Oh, der ist nicht mehr sauer auf uns. Steigen wir direkt um. Oh, der ist jetzt aber wieder sauer auf uns.
immer natürlich nicht viel. So kriegen wir den auch platt. Unser Spirit Griffin, der macht auch richtig übelst Damage. So, jetzt müssen wir hier alles ein bisschen aufräumen. Du kommst von weit her. So. Das nehmen wir mit. Die wichtigsten Sachen natürlich. Ich bin irgendwie nackig am Rumlaufen, kann das sein? Jo. Im Ernst? Irgendwie übermächtigen Parasaurus willst du doch nicht angreifen. So, jetzt machen wir hier. Klar, Schiff. Das ist niemals passiert. So. Also hat ein Level dazu, der kriegt natürlich Damage. So, da werden wir direkt noch so einen konsumieren. Warum sollte man einen anderen Dino benutzen? Guckt euch das mal an. Der Tick ist so Wahnsinn. Und der kriegt auch diesen Buch. Nein, überhaupt gar nicht. Also, dass er Knochen gebrochen hat. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Das haben wir jetzt auch eingesammelt. Jetzt haben wir die zwei. So, jetzt müssten wir mal wieder nach Hause und gucken, was wir so, wir können sein Feuerchen ausmachen. Du hast noch mal 4 Level. Du wirst noch übermächtiger. Hast du gut gemacht. Du bist der Beste. So, und ich denke mal, die Reaper Empress. Nochmal. Nein. Was mache ich denn? Boss Summoner. Ja, wir machen die Reaper Empress nochmal. Und müssen gucken, ob wir mal die Rüstung bekommen. Reap. Ja, komm mal mit. Die Frage ist auch, wo sollen wir die bekämpfen? Hier bei der Base definitiv nicht. Wir müssen eigentlich uns einen Berg aussuchen, wo wir da unter oben drauf stehen. Und wegen deinen kaputten Eltränken mache ich mir Sorgen. Wenn das nicht funktioniert, dann haben wir echt ein Problem. Ach, wir wollen unseren Chaos benutzen. Wo bist du denn? Da. Ich glaube, der Berg, wo wir die Reaper Empress letztes Mal gemacht haben, ist eine sehr gute Sache. Müsste dann direkt da vorne gewesen sein. Hui. Ja, das war genau hier. Dann machen wir es nochmal da. Aber als erstes machen wir den hier platt. Warum hat der schon wieder kein Stamina? Oder hat er immer noch kein Stamina? Eigentlich müssten wir die Reaper Empress auch hiermit mal ein bisschen bearbeiten. Das wäre mal interessant. Das können wir ja mal ausprobieren. Wenn da nichts ist, können wir ja immer noch tauschen. Hat der keine Tasche hinterlassen? Sehe ich gerade nicht. So,
glaube, hier war die gute Stelle. Und nach kriegen wir jetzt unseren Stamina wieder. Und heilen. Funktioniert immer noch nicht. Ne, dann brauchen wir den leider nicht benutzen. Der zeigt das ganz kurz hier oben an und dann passiert nichts. Ne, du bist raus. Du kriegst einmal einen ab und dann sind wir direkt alle tot. Ach, das ist echt ärgerlich. Habe ich da vergessen? Nix. So, Parasaurus. Böseste Vieh der Welt. Obwohl der Chaos auch schon mega krass ist. So, und dann I und futtern. Hau ab. Und Feuer frei. Ich sehe überhaupt nichts. Und wir machen auch überhaupt keinen Damage mehr. Power up, Block, aber wir sind abgepowert. So, wo ist die Tante? Die hat mich schon wieder getroffen. Oh, wir sterben. Och, das hat ja mal gerade mal so eben geklappt. Wir sterben schon wieder. Das funktioniert Gott sei Dank noch bei dem. Eieiei, das hat aber das letzte Mal besser funktioniert. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Sie muss da unten irgendwo sein. Da ist er. Millionen abgezogen von der. So, jetzt geht's los. Immer weiter drauf. Jetzt sind wir am Zug. Kaputt. Dann gib uns nicht einen Rüstungsteil, den wir schon haben. Weg ist er. So, fliegt nicht zu weit weg. Schwupp. So, haben wir die wenigstens. Lass mich hier mal durch. Und ich laufe so langsam. Hier ist Jenbetta, da war's. Oh, wir haben wieder einen Brustpanzer bekommen, der ein bisschen besser ist. Und wir haben sogar Handschuhe bekommen. Was war das denn? Wir brennen nicht, auch sehr gut. Aber kein Max-Level-Potion. Das ist echt mega schade. Aber zum Ende hin ging das ratzfatz, ne, mit dem Damage. Können wir die jetzt essen? Ja. Perfekt. So. Dann packen wir dich mal ein. Nochmal 6 Level. Wir geben dir auch mal ein paar Punkte hin. Du machst dich langsam echt gut.
Wurde schon lange nicht mehr benutzt. So, machen wir erstmal original. Wo ist unser Chaos? Da ist er. So. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. War wieder mal sehr interessant. Der Chaos Griffin ist echt nicht schlecht. Muss ich erstmal nur dran gewöhnen, glaube ich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hinterlasst ein Like und ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.